gegrüßt da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Zwänghammer, diesmal mit dem Train Simulator. Den habe ich ja zum letzten Mal vor 1,5 Jahren gespielt. Dann ist das alles halt in diesen 1,5 Jahren ein bisschen so versand verlaufen. Nicht die Zeit gehabt und auch manchmal keine Lust. Aber jetzt habe ich ihn wieder ausgepackt und ich habe mir auch ein paar neue Loks besorgt. Jetzt zum Beispiel hier die, für die Insider, die wissen es natürlich schon, an den Bauteilen seht ihr es, was das für eine ist. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine BR-232. Auch im Volksmund Ludmilla genannt, eine alte Sowjetunion-Lok, hier aber in der DB-Version. Zwar noch mit kyrillischen Zeichen in den Anzeigen, aber trotzdem, sie ist eine meiner absoluten Favorite-Loks, was unter den Diesel-Loks angeht, neben der BR-218, die ihr da hinten auch gerade seht. Und jetzt natürlich werde ich mir mal hier dem Szenario zuwenden. Das ist von meinem Streamer-Kollegen Nessa Rewain, das heißt Holz fürs Sägewerk. Und das ist auch in zwei Teile aufgesplittet. Als erstes liefern wir hier Holz, wie gesagt, an dieses Sägewerk, wie der Szenario-Name schon sagt. Und dann gibt es den zweiten Teil dazu, der nennt sich das Marienbaum-Dilemma. Und das wird dann im nächsten LP folgen. Jetzt erstmal zu dem hier. Ich lese euch mal vor, was der gute Nessa hier geschrieben hat. Guten Morgen, Kollege. Gestern wurde Holz geschlagen und auf RMMS-Waggons verladen. Die Nachtschicht hatte die Waggons in Niederkirchen Abstellgleis 1 und auf Kraftwerk Abstellgleis 2 zur Abholung bereitgestellt. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wo unsere Waggons sind. Diese musst du zum Sägewerk in St. Rudolf bringen. Das Sägewerk wartet schon auf diese Lieferung. In den frühen Morgenstunden wird es zu einigen Zugkreuzungen kommen. Achte deshalb genau auf die Signale. Bevor du los kannst, musst du noch den Regionalzug und den Express nach Luxemburg an dir vorbeilassen. Okay, du hast ein wenig Zeit, bis du los kannst. Beobachte ein wenig das Geschehen um dich herum. Zeit für eine Fluppe ist locker drin. Gut für Nichtraucher, aber jedem das seine. Rüste die BR-232-091-10 auf und stelle in der PZB-Zugart M ein. Heißt, wir fahren mittleren Güterzug. Achtung, da du vom Abstellgleis kommst, die Info, ab dem nächsten Hauptsignal ist VMAX 60 vorgeschrieben. Heißt, wir dürfen nicht schneller als 60 km/h fahren. Die Abfahrtzeit beträgt 6.49 Uhr. Du bist später mit Kollegen in Rudolfbach zum Frühstück verabredet. Versuche dich zu beeilen. Auf geht's. So, dann wollen wir mal. Lassen wir natürlich erstmal die Motordrehzahl runtergehen. Und runter ist er. So. Benzinpumpe natürlich an und jetzt drücken wir mal den Anlasser. Das hören wir uns auch mal von außen an. Ah, eine kleine Curve. Gibt schon direkt was zu sehen. Das ist wohl hier unser Regionalexpress, den wir durchlassen müssen. Oh, und schön hier, richtig schön mit Rauchfahne. So, dann machen wir mal weiter mit dem Aufrüsten. Erstmal Automatik für die Lüfter aus und alle drei Lüfter an. Ist ja hier schön alt belüftet, das hören wir jetzt. Und da fährt auch gleich der Güterzug ab. So, stellen wir erstmal unsere Bremse auf 7,4,7, so natürlich. Da ist der Güterzug. So, dann stellen wir die SIFA an. Für die, die es nicht wissen, Sicherheitsfahrschaltung. Die könnt ihr hier einmal, wenn ihr drückt, betätigen oder mit Shift und 7. So, und dann wenden wir uns jetzt der PZB zu. Das sehen wir jetzt hier. Da könnt ihr dann mit Shift und 8 deaktivieren. Ist ja dann standardmäßig in der Zugart O, aber da wir ja Güterzug und kein Personenzug fahren, müssen wir das auch mal ändern mit Zugart M für mittleren Güterzug oder für Zugart U. Das ist dann die untere Zugart und das ist für schwere Güterzüge. So, machen wir Strong und 8. Und jetzt seht ihr, schaltet ihr hier alles mal einmal durch und da haben wir es. VMAX ist hier 70 und wenn jetzt, sage ich mal, wie hier, wir haben hier 25 und das hier blinken tut, dürfen wir nicht schneller als 70 fahren und je nachdem, wie das halt vorgegeben wird von den Signalen. Und die Curve, die schleppt hier ziemlich schwer mit der 218 im Schlepptau. Da hinten kommt ein schwerer Güterzug, ein Kesselzug sogar, das müsste eine 151 Baureihe sein mit VTG Kesselwaggons. Schauen wir uns das nochmal schnell an, wir haben ja ein bisschen Zeit noch. Wir müssen ja auch noch den Erzexpress abwarten. Ja, ist eine 151. Ja, die hat gut zu tun damit. So, dann machen wir weiter. Jetzt noch die elektrische Bremse an. Die brauchen wir ja. Den Richtungswender stellen wir jetzt auf Fahrt und
fahren ein. Und natürlich Licht nicht vergessen und die Handbremse lösen. Mal die Handbremse könnt ihr mit der Hashtag-Taste lösen oder zur Not geht ihr hier unten auf die Kupplung. Da seht ihr es jetzt, ich habe die Hashtag-Taste gedrückt. Da könnt ihr es aber auch so per dieser einfach draufdrücken auch lösen. So, gleich dürfte das RNG-Signal dann auf weiß springen. Da macht es das sogar schon. Und dann dürfen wir jetzt losfahren. Da muss ich sagen, hat der Nessa hier richtig schön detailreich gemacht. Hier die kleine Curve, die RNG-Arbeiten ausführt. Ganzen anderen Züge. Das ist natürlich Spaß. Das macht Spaß, wenn man hier schön viel sehen kann. Da haben wir sogar einen ICE, den wir noch bei der Ausfahrt beobachten können. Und hier seht ihr es auch, hat sich geändert. Jetzt darf ich hier maximal, sag ich mal, wenn hier die Strecke ist, hier dürfte ich 60 km/h fahren mit der Lok, VMAX 60 genannt. Und dann dürfte ich aber hier nur mit VMAX 45 fahren, weil sonst würde ich eine Zwangsbremsung kriegen. Schon erklärt, was SIFA heißt, dann kann ich euch noch sagen, was die PZB ist. Das ist die punktuelle Zugbeeinflussung. Die haben wir hier auf jeden Fall auch auf der Lok. Und dann gibt es auch noch mal die LZB, die Linienzugbeeinflussung, aber die haben wir bei der Lok nicht und auch auf der Strecke nicht. Das ist eher dann so mehr, sag ich mal, auf größeren Strecken, nicht wie auf so einer Nebenstrecke hier. Da kann man dann die Zugstaffelung in den Blöcken besser mit koordinieren. Uns auch nochmal da vorne durch das Signal angezeigt. Ihr seht ja hier einmal, dass eine Geschwindigkeitsveränderung angezeigt wird. Und dann nach oben seht ihr auch die kleine weiße 6, das heißt ab hier gelten 60. Hier seht ihr es auch wieder Überwachung. Jetzt steht hier VMAX 70, sag ich mal, dürfte ich hier 80 fahren, dürfte ich aber mit Überwachung nur 70 fahren.
ist der zu 35 km/h. Und wenn wir da mit 35 km/h, also über 35 km/h rüberfahren, dann würden wir hier mit 20 irgendwo was aufhören. Das behindert nur den ganzen Zugverkehr. Kommt noch die Anweisung, hier fahrt die Seite Altenburg. Das Signal im Niederkirchenplatz 1 zeigt beim Anfahren bereits SH1. Dies bitte ignorieren, du musst eh eine Zugkreuzung abfahren. Okay, haben wir Pause. Warte, bis SH1 erneut angezeigt wird, erst dann wird mit dem Fixen überfahren. Dankeschön. Machen wir doch Fahrdienstleiter. Da stehen wir. Ihr seht hier HP0 und die beiden weißen Lichtschirme, das ist das SH1, also Heißrang-G-Signal, das wird vom Fahrdienstleiter ausgegeben. Dann dürfte ich hier mit Befehl 40 drüber fahren, aber wir wissen ja jetzt durch den Fahrdienstleiter, wir müssen hier noch zwei Regionalexpresse abwarten. Also haben wir Zeit, hier ein bisschen umzuschauen. Hier, da kommt das nächste. Du hast hier kurz eine Aufenthaltszeit, denn die entgegenkommende Regelung musst du abwarten. Danach geht es über den Wendepunkt zurück auf Abstellgleis 1, wo du die Holzladung 1 ankoppeln kannst. Ring, ring, moin Kollege, hast du vor der Abfahrt an die Milch gedacht? Mensch, haben wir das wirklich gerade gemacht? Weiß ich gar nicht. Naja, ja, hab daran gedacht. Ist im Rucksack, okay, sehen wir uns dann später in Rudolfbach zum Frühstück. Okay, gut. Ihr seht, Überwachung ist auch umgesprungen. Jetzt ist er auf 25 km/h Vmax umgesprungen und 500 Hertz Magnet. So, schauen wir uns mal um. Hier sind schon unsere Waggons, hier ist der Rangierleiter, der passt auf uns auf. Oh, noch eine weitere 232, die 232-206-3. Die ist wohl schon länger im Dienst, sieht doch ein bisschen abgenutzt aus. Und hier wohl der Bruder von Bodo, der am Baggerloch immer am Baggern ist. Hier hinten haben wir unseren Wendepunkt, müssen wir hier so zum Stehen kommen, dann dürfte das passen. Und ich habe hier den schiefen Turm von Pisa. Also irgendwie scheint mir hier ein Auto oder irgendwo zu fehlen. Werde ich mal mit den Szenariobauern noch Rücksprache halten. So. Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Ist alles sehr schön detailreich hier auch auf der Strecke. Das McDonald's Menü. Einmal 1. 1 Euro. 10 Produkte je 1 Euro jeden Tag. Naja, wer es braucht. Fahrplan, kann man hier was erkennen? Nein, leider nicht, schade. Und da kommt ein Regionalexpress. Der erste, schauen wir uns hier nochmal an bei der Einfahrt. BA 143, die bei der MEG angestellt ist und hier als die Baureihe 605 gelistet ist. Sind aber wirklich schöne Texturen hier und auch vom Klang her sehr schön. Da kommt der nächste Zug. Schauen wir uns den auch mal gleich an. Da ist dann auch ebenfalls die 143 vorne dran. Und wenn er hier raus ist, ja, der fährt jetzt raus, dann können wir auch nachher gleich fahren. Schauen wir uns aber noch hier die Einfahrt an. Der ist weg, dann dürfen wir uns auch gleich die Freigabe vom Fahrdienstleiter nochmal holen. Und dann können wir hier rangieren und an unsere ersten Waggons ankuppeln. So, holen wir uns mal die Freigabe. Erteilt, okay. Dann so lösen, dann geht's anfangen und dann geht's hier jetzt.
Stand müssen wir jetzt wechseln. Das machen wir mit Sprung und der Plus-Taste. Und dann fahren wir jetzt auf das Gleis, wo unser Wagen steht. Wurde noch eine Lieferung Holz abgestellt. Achtung, beachte, dass beim Rangieren im Kraftwerk die Weichen von Hand gestellt werden müssen. Das ist gut zu wissen. Hole dir, wenn nötig, die Freigabe zum Befahren des Gegengleises beim Fahrdienstleiter mit Tab ab. Okay, das machen wir gleich. Erstmal wechseln wir den Führerstand wieder. Na, jetzt. Und dann die Tab-Taste. Und wir dürfen. Signal schaltet frei. Jutti. Dann wollen wir noch. Müssen natürlich aufpassen, da wir auch mit 500 Hertz Überwachung noch sind. Vorsichtiger anfahren, weil sonst kriegen wir Probleme. Dann könnte es zum Schleudern der Lok kommen, wenn wir zu stark beschleunigen, oder es könnten sogar Teile abreißen. Das muss ja nicht sein. Und wir haben gerade das hier bestätigt. Ihr seht, es blinkt zwar nicht, aber da oben steht noch 35. Und da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir da nicht zu schnell sind, sonst gibt es wieder die 20%. Schieben.
dürfen wir noch Platz jetzt gelassen haben. Ja, sehr schön. Die Weiche, da sind unsere Waggons und da geht es jetzt hier drüber. Und da wir ja nun leider wie im echten Leben hier keinen Rangierführer haben, werde ich mal hier hinten hinspringen. Kann ich es irgendwie besser machen? So. Müssen wir aufpassen wegen der SIFA. Bremse lösen, Rückwärtsgang rein und dann wird es jetzt gehen. Genau. Und ich bin dann auch mal ein bisschen still, weil jetzt wird es gleich eine schöne Geräuschkulisse hier geben. Und das lasse ich euch einfach mal genießen. Haben wir doch butterweich angesetzt und hier auch beschafft und auf zum Sägewerk. Dann wollen wir mal. Aber es war doch eben eine schöne Geräuschkulisse gewesen. Schön, dass sich das hier so realistisch anhört. Thank you.
seht ihr auch gerade die Schilder. Das ist eine Trennschutzstrecke. Hier müssen die Elektroloks ihre Bügel runter machen. So gesehen rollen. Und ich denke mal, wird hier gleich demnächst auch wieder das Zeichen kommen. Kann ich mir dann erklären. Dann seht ihr es auch, wo sie die Bügel wieder heben dürfen. Da sind sie. Hier muss er noch gesenkt bleiben bis dahin und da dürfen wir hier auch nochmal. Hier muss er noch unten bleiben und hier darf er dann wieder hoch. Einmal gelb, einmal grün. Halt, geben das Signal auf unserem Gleis. Also können wir mal ganz entspannt runterbremsen, damit man da nicht zu weit kommt und dann mit 20 Minuten kriegt. Müssen wir wohl warten erstmal, da wir hier ein HP0 haben. Schauen wir mal kurz vorbei. Das sind wohl unsere Kollegen, mit denen wir uns nachher treffen. Oh, Schichtführer wieder am Telefonieren. Er wartet hier schon auf Kaffee und Milch. Ja, ja, ein bisschen weiter muss ich noch, Jungs. Da kommt doch noch was. Deine Weiterfahrt wird sich etwas verzögern. Zeit für ein Gespräch mit den Streckenarbeitern am Stellwerk. Der Regionalexpress aus Wildau musst du eh abwarten. Sobald dieser dich passiert hat, kannst du weiter zum Sägewerk. Okay. Ja, sorry Jungs, ihr seht, ich muss warten, Zwangspause,
Ja, brauchst nicht auf die Uhr schauen. Schneller geht's dadurch auch nicht. So, dann steigen wir mal ein und warten wir, bis der Regionalexpress kommt. Jetzt darf sich auch mal der gute Zugführer einen Schluck zum Trinken genehmigen. Da es auf so einer Lok ja auch schon mal auf so einer alten Lok ziemlich warm werden kann, da müssen die wirklich viel, viel trinken. So, da ist auch schon unser Regionalexpress. Diesmal aber DB, eine 143. Und wenn dieses alte Signal hier, Zeichensignal, jetzt gleich so steht, dann darf ich gleich fahren. So, seht ihr es, da oben geht es hoch. Die Weiche ist jetzt gestellt. Genau, das war mein Fehler. Das ist die Weichenstellung und das zeigt sich jetzt hier an. Langsam fahren mit 40 weiter. Jetzt aber natürlich hier erstmal die Tür voll anziehen. Yeah.
wartet doch wieder ein Halt auf uns. Da wären wir. Dann wollen wir die natürlich mal hier. Müssen wir natürlich mal ganz hinten. Zack. Bremse angezogen. Und Kopf.
Nun geht's nach Rudolfsbach zurück zum Frühstück mit den Kollegen. Bevor du losfährst, lass beim Stellwerk um Rudolfsbach Bescheid sagen, dass die Weichen schon auf Abstellgleis 4 gestellt sind. Setze nun vom Wendepunkt. Ne, vor zum Wendepunkt 3. Achtung, beim Rangieren im Seewerk muss ich die Weichen selbst stellen. Okay. Das kriegen wir doch hin. Das haben wir schon hier vor uns fertiggestellt. Müssen wir schnell wieder zentrieren. Da oben sind wir. Ja, die Weiche ist richtig, da müssen wir aber erstmal drüber noch. Und nicht so schnell. Da das ein Kopfgleis ist, dürfen wir da nur mit maximal 10 km/h drauf fahren. So, und dann kommen wir hier ohne Probleme raus. Hier geht es dann wieder lang. Ups. Und da ist der Näher. Das ist unser Abstellgleis. Können wir auch gleich mal die Weiche stellen. So, dann wollen wir mal wechseln. Und dann wir ab. Lieber mal hier Bahn schon geben, bevor uns noch der kleine Gabelstaplerfahrer reinfährt. Obwohl das mir schwer vorstellbar ist bei dieser Lok, dass man die nicht hört. Pardon. Hab heute wohl einen Frosch im Hals. Ich denke mal, der stellt sich dann um, bevor wir da drüber fahren. Da gibt es ja keine Probleme. Jetzt hat es sich umgestellt.
Sehr schön. Frühstück und Kaffee.
damit hätten wir auch unseren ersten Teil des Szenarios geschafft von den guten Nessa. Holzwerk fürs Sägewerk. Holz fürs Sägewerk, so natürlich. Und mir hat es auf jeden Fall mal wieder gefallen, zurück zu sein im TS. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr auch mehr davon wollt, schreibt mir auch gerne Kritik und Anregung unten in die in die Kommentare natürlich rein. Und ich werde auf jeden Fall das Szenario und die Logs etc. unten in der Beschreibung noch mit rein verlinken. Ich sage auf jeden Fall schon mal ciao, euer Zwergenhammer. Ich rüste noch schnell die Lok ab. Und na, Jutti, das war's dann. Und das nächste Mal geht's dann weiter mit dem zweiten Teil mit dem Marienbaum-Dilemma. Ich sag ciao.